Und mit mir kommentiert heute Frank Buschmann. Danke, Wolf. Ich freue mich riesig auf diese Partie und die Fans, da bin ich mir sicher, auch. Heute heißt es SV Sandhausen gegen den VfL Bochum. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen. Und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Wurz. Lucia. Wird das seine Torchance? Mlapa. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Lucia. Mlapa. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Klingmann. Jetzt sind sie am Ball. Tom Weiland. Roten. Er macht das Spiel schnell. Gefährliche Flanke. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Das gibt einen Eckball. Und er schießt. Da passt der Torhüter auf. Er köpft den Ball. Da passt er auf. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Und die Möglichkeit. Da werden sie sich ärgern. Ja, denn das wäre sie natürlich gewesen, die Führung. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Wurz. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Gut aufgepasst und abgefangen. Wird's jetzt gefährlich. Und er schießt. Pfostenschuss. Die Defensive steht. Kledel. Sokuta Pasu. Macht er ihn. Und das war knapp, aber es war abseits. Celozzi. Er spielt den Pass auf den Flügel. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und jetzt der Ball im Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Einwurf sofort ausgeführt. Stiepermann. Jetzt wird's gefährlich. Lucia. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz. Schussversuch. Und den Ball hält der Torhüter fest. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kopfball. Den Ball
abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Mlapa. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Tom Weiland. Lucia. Sie suchen die Lücke. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist er durch. Wouten. Den Ball hält er gut. Der Ball kommt. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Keine Tore. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Wird das eine Torchance? Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Und nun ein Schuss. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Wurz. Klasse gespielt, guter Steilpass. Mlapa. So, jetzt liegen sie hier in Führung. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Kledel. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Paul Pogba ist zu Manchester United gewechselt und verlässt Juventus Turin. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Das könnte gefährlich werden. Das gibt hier Abstoß. Tippermann. Celozzi. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mlapa. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kledel. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Defensiv machen sie es gut. Mlapa. Fairer Einsatz hier. Das könnte die Chance werden. Karl. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Stiepermann. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt vielleicht. Der Ball ist drin. Jetzt haben sie ja alles im Griff und können mit diesem Treffer noch erhöhen. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet.
Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Klingmann. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und klasse durchgesetzt. Kein guter Ball. Voten. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Und jetzt wird es Einwurf geben. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Wird's jetzt gefährlich? Kommen sie noch mal ran! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Und es bleibt dabei, er hält hier weiter die Null fest. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da verlieren sie den Ball. Den spielt er gut und jetzt wird Wurz. Ein unfassbares Tor. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Karl. Paccarada. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Stiepermann. Gute Aktion. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Die Defensive steht. So, jetzt ist die Begegnung zu Ende. Es bleibt hier beim 3:0.